Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Sunshine! Wuhu! Und ich muss mal meinen eigenen Ton ein bisschen lauter drehen, weil ich höre gerade nur mich. So, und damit sind wir zurück bei Piazzale Delfino. Und ja, im letzten Part haben wir ein neues Gebiet eröffnet. Wo wir einfach mal schön in die Sonne geguckt haben. An sich ein sehr schönes Gebiet. Da haben wir dann auch Monty Maulwurf ein bisschen belästigt. Aber wir gehen erstmal wieder hier zurück nach Porto d'Oro. Und schauen uns mal um, was es hier noch so zu tun gibt. Riesenblopers Rückkehr. Och, nee. Der war doch beim ersten Mal schon so stressig. Naja, gut. Gucken wir, was sich machen lässt. Ah ja, diesmal ist er da oben auf dem Helikopterlandeplatz. Gut zu wissen. Und haben wir hier irgendwo Pfeile, die uns weisen, wo wir hin müssen? Nein, natürlich nicht. Gut. Gucken wir uns mal kurz um. Wo ist denn das Ding, wo der drauf ist? Das ist der Turm, wo wir beim letzten Mal waren. Mit dieser Jump'n'Run-Einlage. Da hinten ist der Vergnügungspark. Da oben. Nee. Das sind die Drecksviecher. Naja, gut. Wir werden es schon finden. Gehen wir erstmal ein bisschen woanders hin. So. Dann hier in den Käfig rein. Und einmal... Nein. Das klappt so natürlich nicht. Spinne, verpiss dich. So. Wir gehen oben. Nein, gehen wir nicht. Ja, ich muss mich nochmal an die Steuerung gewöhnen. Das wird irgendwie niemals irgendwie funktionieren. Ach so, mit der Sprungtaste komme ich da drauf. Gut zu wissen. So. Pam. Oh, was gab das denn? Blaue Münzen oder was? Naja. So. Hier haben wir so ein Transport-Dings-Bums-Dings. Da springen wir einfach mal drauf. Weil wir es können. Da oben ist der Blooper. Okay, und hier haben wir jetzt auch Pfeile. So. Bevor wir jetzt abstürzen, machen wir mal einen kurzen geschwinden Safe State. Das schaffe ich doch niemals, oder? Doch, mit der Schwebedüse müsste das gehen. Ja, perfekt. So, was willst du denn von uns? Du kümmerst dich um den Riesenglopper? Uga! Was zum Teufel? Falls du mich da jetzt hinschleudern wolltest, das ist ein bisschen schief gegangen. Nee, das kriegst du irgendwie nicht so ganz hin. Naja, gut, aber dafür haben wir ja hier diese schöne Plattform. Vielleicht kann uns dein Vater ja da hochschmeißen. Darth Vater. So. Hallo, Typ. Überlass es mir, ich werfe dich bis zum Heliport. Okay, machen wir vorher einen Safe State. Hau ruck. Oh. Ja, cool, so trifft er uns nicht. Ah, so vielleicht doch. Gehen wir halt näher ran. Aufs Maul! Ey! Und... Hau! Au! Okay. Kommen wir so von hinten an den ran? Ne, kommen wir nicht. Wow. Ach so, wir müssen das irgendwann loslassen, oder was?
So, und zack. Toll. Na toll. Okay, machen wir das Ganze nochmal. So, und drauf da. Ey. Arschloch. Was, wie soll das denn funktionieren? Kollege! Ja, ist klar. Du kannst mich mal. So, jetzt aber. Komm. Hehe. Ins Gesicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, wir müssen ihn erst verwirren und dann ihm die Schnauze langziehen. Gut, kriegen wir hin. Das Blöde ist... Ja, genau, du Penner. Komm, greif mich an. So. Nochmal. Mit zweien am besten. Verdammte Scheiße. Ich will da hoch. So. Ja. Also, dass wir am Anfang Energie abgezogen bekommen, das lässt sich irgendwie nicht so ganz vermeiden. So. Ja, toll. Was soll das? Das geht nicht. So schnell kann man sich gar nicht wegbewegen, wenn er einmal getroffen hat. So. Klar, immer ins Gesicht. Du Arschkrampe. Komm, hau auf mich drauf. Ich hab eine Idee. Ah! So. Zwei platt. Und ins Gesicht. Nein! Ah, zu kurz gezogen. Penner! Alter, was soll denn das? Warum machst du mich so fertig? Nein! Komm, hau drauf! Ja, nicht so! Habe ich ihm die Hand abgerissen? Ja, das macht das natürlich um einiges einfacher. Gut. Wir reißen ihm erstmal die Hände ab. Indem wir nicht vom Heliport runterspringen. Also bescheuert finde ich definitiv, dass man quasi keine Chance hat. Rams! So. Zwei Hände weniger. Nein, die wollte ich dir auch abreißen. Affe. Kannst du mal stillhalten. Dann halt nicht.
Dann kriegst du halt direkt die Nase ins Gesicht. Plopp! So. Erste Mal getroffen. Kaum Energie verloren. Wunderbar. Nein. Komm, schlag mich. Ach komm, schlag mich doch. Aber richtig, nicht um mich, sondern auf mich. So, kaputt. Und ab mit der Hand. So. Muss mich schlagen. Oh nein. So. Oh nein. Das war dumm. Und weg damit. Komm, so. Ach, Mann. So, schlag mich. Oh. Nicht zu spät gesprungen. So, und flop. Die sind platt. Her damit. Bep. So, Hand ist platt und Hand ist ab. Oh nein! Warum falle ich denn hier die ganze Zeit runter? Blödes Spiel. Ich meine, ich bin zwar nicht der beste Spieler, aber... Ich bin jetzt auch nicht der Schlechteste und es ist echt schwer. Nein. So. Und ab damit. Und ab damit. So. Und dann ziehen wir deine Nase lang. Ich hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich und ins Gesicht. So. Geschafft. Oder? Ja. Der kommt nicht wieder. Mann, 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 Mann. Immer diese ekelhaftigen Blooper. Die braucht doch kein Mensch. So. Hm. Ja, also Mario nehme ich jetzt auch mit die Story auf. Nur weiß ich nicht, wie lange schon. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, ich schätze einfach mal und vielleicht werden die Parts diesmal dann ein wenig kürzer. Ich denke mal, ich bin jetzt so eine Viertelstunde am Aufnehmen. Das heißt, ich werde noch eine Viertelstunde machen, um zwei Parts hinzukriegen. Nur so viel Zeit habe ich nicht. Wir haben schon 22:30 abends. Rote Münzen. Oh, nee. Ja, wir haben schon 22:30 abends und ich muss eigentlich schon längst am